Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der 2-Minuten-Rezension des Literaturcafé. Ich bin der Ralf und heute geht es um einen echten Bestseller. Und zwar um das Buch Mucksmäuschenschlau des Berliners Igitt Muck. Es gibt immer wieder Bücher, die schlägt man auf und man macht sie erst dann zu, wenn die letzte Seite hinter einem liegt. Genauso ging es mir mit dem Buch von Igitt Muck. Eindrucksvoll, bilderreich und sehr emotional schildert er in seinem Buch seine Kindheit und seine Jugend im Berliner Problembezirk Neukölln. Er war Mitglied der Straßengang R44 und auch hier schildert er eindrucksvoll, wie er Gewalt ausübte und wie ihm Gewalt widerfuhr. Er bietet einen ungeschönten Blick in eine Parallelwelt, die uns normalerweise nur von Medien aus einem anderen Blickwinkel präsentiert wird. Nach dem Tod eines Freundes schließlich macht er sich auf dem langen Weg vom Hauptschüler hin zu Berlins Vorzeigeabiturienten. Und schließlich im Jahre 2012 wird er zum besten Abiturienten Berlins mit einem Durchschnitt von 0,9. Das Buch von Igitt Muck ist zum einen eine Bestandsaufnahme seines Lebens, zum anderen aber auch, und so will er es auch verstehen, als Motivation für perspektivlose Jugendliche. Und das macht er sehr eindrucksvoll. Dieses Buch fesselt einen. Es ist ein hervorragendes Buch für Jugendliche, die Schule nicht mehr ganz so cool finden, für Eltern, die nach Hilfen in der Erziehung suchen und für Pädagogen, aus denen im Laufe ihrer Zeit Lehrer, allerdings Lehrer mit Doppel-E, geworden sind. Dieses Buch ist ein Leuchtturm, wenn es um die Diskussion von Migration geht. Und es zeigt, es ist möglich. Ein faszinierendes Buch und ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Die Daten findet ihr jetzt gleich rechts eingeblendet. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Abo. Ich würde mich freuen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.